Und gleichzeitig haben diese Politiker Zeit, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen, wie immer wieder vorzuschlagen, man müsste die AfD von dem Verfassungsschutz beobachten lassen. Ja, ich merke schon, Sie wissen, sowas kommt immer wieder. Das sind mittlerweile alle Kamellen, aber es kommt halt regelmäßig. Und wie in Bayern. Schauen Sie, hier in Bayern, der Bayerische Verfassungsschutz sagt, die Partei beobachtet er natürlich nicht, aber er beobachtet einzelne Mitglieder. Es sind weniger als 10, wir haben über 3200 Mitglieder. Man beobachtet weniger als 10 Einzelpersonen und das reicht trotzdem, um immer wieder bundesweiten Medienaufschlag zu erzeugen. Und da ist sich die CSU nicht zu blöde, um mit der SPD gemeinsame Sache zu machen. Ich kann Ihnen von einer Pressekonferenz von unserem Innenminister Herrmann erzählen, wo er gemeinsam mit dem Chef des Bayerischen Verfassungsschutzes den Bericht des Verfassungsschutzes vorgestellt hatte. Und selbstverständlich war die AfD kein Thema. Aber weil man möchte, dass es zu einem Thema gemacht wird, hat man einen SPD-Mitarbeiter, der bei dem Online-Blog Endstation Rechts arbeitet, als Journalisten eingeladen. Und dieser dann als Journalist hat dann die Frage gestellt, ja, wird denn die AfD beobachtet in Bayern? Und dann haben wir gesagt, nein, wird sie nicht. Und dann konnte er nochmal fragen, ja, aber werden einzelne Mitglieder beobachtet? Und da konnte man endlich sagen, ja, einzelne Mitglieder werden beobachtet. Und so finden diese Geschichten dann Eingang in die Presse, liebe Freunde. Und genauso arbeitet der Bayerische Rundfunk. Achten Sie mal drauf, in jedem Beitrag des Bayerischen Rundfunks, egal ob im Fernsehen oder in der Online-Redaktion, egal welches Thema, wenn es um die AfD geht, auch wenn es nicht passt, wird dann hinten rangeklatscht. Übrigens, die Partei wird noch nicht vom Verfassungsschutz beobachtet. So schafft man eine Assoziationsachse, nicht AfD-Verfassungsschutz, und bereitet vielleicht den Boden für eine eventuelle Beobachtung. Und die neueste Forderung kommt aus Ihrem Bundesland. Ein gewisser Herr Strobel von der CDU hat gerade gestern es gefordert. Wissen Sie, dass Herr Strobel der Schwiegersohn von unserem Minister Dr. Schäuble ist? Naja gut, dann muss man nicht mehr darüber reden, wer wohl davon profitieren soll. Liebe Freunde, trotz allen Spaßes, ich empfinde das als eine bodenlose Beleidigung unserer 20.000 ehrlichen Mitglieder und unserer 2 Millionen Wähler. Wir haben in unserer Mitte viele Polizisten, viele Beamte, viele Angestellte, viele Selbstständige. Wir sind die Mitte der Gesellschaft. Und liebe Freunde, wir, die AfD, wir sind der richtige Verfassungsschutz. Denn niemand anderer hier in diesem Land liebt dieses Land so wie wir und bekennt sich auch zu diesem Land und zu unserem Grundgesetz.